Ja. Und dann? Okay, gut. Packmas. Packmas, ja. Jetzt ist wohl sowieso zu spät. Ich bin noch nicht bereit. Oh, oh. Okay, wir fallen im Dorfbewohner. Verbleiben wir wieder belegen. Okay. Also, ich brauche mehr Essenz. Ich brauche mehr Zeit. Achso, wir haben eine bestimmte Anzahl. Ja. Bestimmte Minuten Zeit hier. Alles klar. Schon in der Höhle drin? Ja, ich kämpfe hier schon. Bist du? Ich bin gar nicht bereit. Hä? Bist du schon runter? Wo bist du? Bist du in der richtigen Höhle? Bin ich in der richtigen? Ne, ich bin im Pesttunnel. Höllenflug bin ich. In der falschen Höhle. Aber es gab da nur die. Ich war sogar auf dem Ping drauf. Blindhöhlen? Den du markiert hast. Ja, nee, du musst aber müssen da in die Höhlen hier rein. Hier. Bin ich ja. Hier? Ach so, ja, hier? Da bin ich doch. Ja, hier bin ich. Ja, aber du musst hier reinkommen. Du musst in die Höhle rein. Ach so. Ich dachte, du gehst hier schon los direkt. Ach, meine Güte. Nee, das ist einfach normal. Das hat nichts mit dem Dungeon zu tun. Ach so. Da kannst du irgendwie so Blüten sammeln und dann spezielle Sachen davon kaufen. Weil das so rot alles aussah. Dachte ich, das ist ja, ist das auch gemacht. Ja. Habe ich vorhin auch gemacht. Nee, hier ist es, genau. Okay, was machen wir hier? Töte die befallenen Dorfbewohner. 3. Okay, naja, dann. Mehr ist nicht. Klingt doch easy. 54. Da, hier. Die explodieren, glaube ich, auch. Ne, war eine vorne. Explodiert nichts. Ah, ist easy. Das geht da einfach. So, hier haben wir auch keine Zeitbegrenzung. Alles klar. Dann, nee, hier haben wir keine Zeitbegrenzung. Genau. Hier geht's nicht weiter. Wahrscheinlich der Endboss. Meine Güte, wie viele Juwelen hier rumliegen, ey. Achtung, Giftlache hier irgendwo. Ja. Hab ich natürlich nicht gesehen. Nervt doch nicht. Schmeichel. Hab du bist. Oh, heilig Gold sogar. Es gibt denn wahrscheinlich auch Legendary, wa? Heilige, bestimmt, ja. Ah, so ist das denn. Denk ich doch, okay. Ah, diese Giftscheiße, Gift ist hart, ne? Gift und Blitze finde ich auch immer ekelhaft. Und Blitze, so wie früher halt. Wie immer früher, so, genau. Wie ist das eigentlich hier? Weltstufe 3, sind da die Widerstandskräfte dann verringert da? Diese ganzen Blitzwiderstände und so? Automatisch? Boah, das steht dabei. Da kannst du, glaube ich, nachlesen, wenn du am Schreien bist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich glaube aber ja, dass die verringert werden, wenn von dir selber ja. Stimmt, warum ist da eigentlich in dem Profil bestimmt stehen bei den Stats da? Ja, gerne mal nachgucken, aber hier kommen ja alle Nase lang immer irgendwelche Gegner hier. Naja. So, warte mal, kurz gucken bei den. Boah, alleine hätte ich hier schon gar keine Chance. Komm mal. Nee. Später. Ich wollte eigentlich gar nicht so weit vor. Alter. Aber alle, viele sind immer eingefroren und alle nicht so resistent gegen Kälte. Nicht jeder hier explodieren würde, wäre das halt etwas entspannter. Glyphe, Territorial, Prage und Tafel, was hab ich denn jetzt bekommen? Ich habe Glyphe, Territorial eingesammelt, irgendwas mit Paragon. Keine Ahnung. Was soll das sein? Verbrauchsgegenstand? Ja. Quest? Auch nicht. Achso, das wird im Paragon-Brett abgebildet. Linke Seite.
Da kannst du irgendwie noch mit Glyphen arbeiten. Ich frage mich, wie das funktioniert, aber irgendwie kannst du die bitte aussuchen. Okay. Ja. Ich bin auch nicht bereit. Da kommen hier in die Lopen, im Boot. Weiter gehen. Hm. Ah ja, hier ist einer. Okay, Konzentration bitte. Okay. Ich brauche mehr Zeit. Achtung, Feuer. Mhm. Er kann aber auch einfrieren, was sehr gut ist. Das ist halt echt geil, weil dadurch kann er erstmal keinen Schaden verursachen. Richtig, ganz genau. Boah, das sieht doch aber sehr gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Achtung, weg! Oh! Weg. Okay. Aber das ist auch so ein One-Shot-Ding. Kann ich auch aber habe ich glücklicherweise überlebt hier. Schön. Einen haben wir, zwei noch. Mhm. Wiederbelebung. Achso, man darf maximal 12 Mal drauf gehen. Also ich denke mal, das ist für uns beide gilt, würde ich jetzt mal betippen. Also zusammen, genau. Nicht pro Kopf, genau. Aber der Sprachschutz ist voll gut. Ja. Der hört sich echt gut vor, also. Ja. Okay, der wird auch wieder. Stimmt. Also im gefrorenen Zustand sterben sie, dann explodieren sie nicht. Dabei. Kein Problem. Ich mache, glaube ich, gegen Champions oder so sogar nochmal 10% mehr Pferdeschaden. Also. Das will er. Guck es dir an, wie weg. Oh, jetzt das Legendary mit Heilig. Geil. Warum kriege ich das schon wieder nicht, Mann? So, hier kommt noch einer. Aber gut, nein, irgendwann krieg ich's. Oh. Weil beim Golem muss ich manchmal kurz überlegen, ob der zu mir hört. Manchmal schlage ich auch auf den ein. Okay, gut. Ein Stecher. Okay. Eine Glyphe. Ah, Adept. Okay. Rechts lang erstmal. Ja. Hier ist doch einer. Ja. Nee, also zumindest wird's nicht so angezeigt. Nee, ist doch mal ein extra Event in dem Event quasi. Ja, gut, dann machen wir das. Oder? Mit der wandernden Seele. Entreißt sie ihnen. Doch, irgendwas ist hier, doch. Mach. Ach, eine Minute an der Zeit. Überlebt den Angriff. Achso, und die zur Seele müssen wir. Warte mal, ich bleib mal ein bisschen bei der Seele hier, damit der rumlaufen kann. So, dann müssen wir mal den Kreis klären, damit der sich bewegt. Boah, diese Giftlarven. Oh, hier bei mir da, der Bastard. Hätten. So viel Schaden über Zeit, diese scheiß Gift. Ja. Wow. Ich sehe den ja nicht mehr, wo ist denn der? Da oben. Keine Ahnung. Meisterschaft nicht, das ist so schlecht, ich war die ganze Zeit an ihm dran. Trotzdem Legendary hier runtergefallen für mich.
und Klage der Urahn. Ach, jetzt habe ich ein Altrum-Siegel gefunden. Ah ja, genau. Ich hatte das auch neu gefunden. Genau, das ist. Und noch eins, glaube ich so. Okay. Das ist ein Heinern-Ding, das ist ja doof. Komm mal. Schnitterschaden. Oh, da liegt noch ein Saphir. Ja, hier oben. Ja. Oben noch, wa? Wo ist denn dieser scheiß Dungeon? Oh, hier ist einer. Ja, ich bin noch nicht bereit. Mann, friere wieder ein, na du Affe. Für einen. Ach doch. Mann, ey, wenn ich mir mal merken kann, dann kann. Gut. So, noch in Vogel. In Scherzkeks. Naja, kümmert euch mal darum. So ein Schmutz beschäftigt mich hier nicht. Wir müssen uns mit allem abgehen. Ja. Die ganzen Dehnspinnen hier. Völlig unnötig, dass die angreifen. Nichts drauf haben die. Ja. Smart. Immer noch mehr Zeit. Oh, hier unten. Könnte halt noch mit Leichenranken spielen, dann zieht man die Gegner in der Nähe alle auf einen Punkt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das wäre natürlich hier, könnte man auch machen, gerade so mit Zauberin, wenn ich so einen Flächenschaden mit diesem Blizzard habe, dann immer da hinziehen, Blizzard drauf, einfrieren. Also da würde ich meine Tipps so schon gut sehen. Ja. Aber sowas kann man bestimmt auch alles kombinieren. So. Muss ich mal überlegen. Halt. Ändert sich wahrscheinlich sowieso jedes Season. Das hat ja auch letztendlich hier irgendwie so was wie den Meta denn immer. Mit dem jeweiligen Charakter. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann abläuft. Also irgendwie musst du dann den Battle Pass ja abonnieren. Mhm. Und dann schaltest du halt wie bei Warzone oder so Items frei oder irgendwelche anderen Sachen. Irgendwas in der Story geht wohl auch voran, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ich da heute gelesen habe. Stand irgendwie Spiel okay. Nach der Hauptstory. Ich brauche mehr Zeit. Reist nach ja. Mitternachtshafen. Das wird wahrscheinlich das denn sein, wo du vorher nicht du oder wo wir vorher nicht durchgekommen sind. Ja. Wo war das? Hm, kann eigentlich. Sieht das nicht mehr. Hier? Ach, lass mal. Ja, hier hoch. Ich glaube hier, ja, genau. Ich bin noch nicht bereit. Ach, ja. Sind wir noch. Mann, ist ab von mir. Oh, Level up. Stark, Robert. Ja, stimmt. Also.
Hund, weil ich ein Stein ist hier. Ja, nicht gleich. Kommen aber schon gleich noch ein paar Gegner hier. Jetzt kommen hier keine Gegner, ey. Was ist denn das? Das Ende. Ich bin noch nicht bereit. Hier. Ah ja. Schnell die scheiß Spinne. Oh ja. Ich bin noch nicht bereit. Wo ist die denn, Alter? Ja. Das ist schnell, ey. Aber ich musste auch gerade suchen, ey. Brutwache. Ich bin noch nicht bereit. Alter, ich würde mich gerne mal bewegen. Aber schon mal ein gutes Zeichen, wenn die Skelette sogar überleben. Jawohl. Okay. Aspekt des wütenden Sturms freigeschaltet. Das sind dann nochmal extra Aspekte, wa? Die man hier freischaltet auch. Ja, ja. Meine Last ist ja, irgendwie war ja. Glaube ich, wa? Voll geil. Warum ist das als Ramsch markiert hier? Oh, ich habe so viel Kram dabei, ey. Heiliges Albtraumsiegel habe ich. Ah, ein Fertigkeitspunkt kann ich einbauen. Ach, hier ist ein erwachter Glyphenstein. Hast du den auch? Ja, nächste Radiusarbeitung auf Stufe 4 für hier. Ach, okay. 4 EP. Ich verstehe es nicht ganz. Du kannst die Glyphen, die du am Paragonbrett hast, kannst du aufwerten. Aber. Ach so, hier kann ich es hier. Geschicklichkeitspunkte. Geschicklichkeitspunkte, ich habe überhaupt 112, so, okay. Ach so, das kann ich noch nicht. Ich kann da noch gar nichts verteilen. Nee. Ich erst 4 von 8 habe. Ja, aber du kannst die 4 kannst du reinhauen. Also ich habe es jetzt in 1 reingehauen. Aber aus Versehen eigentlich eher. Wenn man einmal raufdrückt, war es das. Ach, hier unten sind diese Glyphen. Wie kommt man? Ach, da. So sind meine Taschen voll. Was soll das? Nächster. Ist das denn voll gut? Wie jetzt ich diese Glyphe hier, okay. Ich habe einen Zügel des Caldeum-Rosses gefunden. Jetzt muss ich zum Stallmeister. Aha, verwendet Zügel, um das Caldeum-Ross in euren Stall aufzunehmen. Cool. Aha. Euer einfach ein Belohnung, neues Reittier erhalten. Stark.
ich kann die irgendwie nicht verteilen, die Punkte. Kapier ich nicht so richtig. Na doch, also wie viel würden, warte mal, wie viel würden die oben angezeigt? Aber verfügbar zum Verteilen? Null. Steht da. Nee, dann kannst du auch nicht verteilen. Ja. Aber wie kriege ich die dann? Das verstehe ich nicht. Na, du hattest wahrscheinlich 4 und hast du schon Y hier mal gedrückt oder Dreieck bei dir bei ihm? Dann verteilt er die sofort. Das ist halt sofort weg. Das wird, ist mir auch passiert. Das wird dir wahrscheinlich ja, jetzt habe ich 4 von 8 bei irgendeiner Scheiße, die ich gar nicht haben wollte. Ja. Richtig, es geht mir irgendwie genauso. Ja, genau. Aber es ist noch nicht voll. Also ich kann es noch nicht. Ach, man müsste jetzt noch einen Albtraum-Dungeon machen, damit man dann 8 von 8 hat. Oder dadurch wirst du dann wahrscheinlich die EP bekommen, genau. Hm. Ach so, kapiere. Das heißt, ich kann das jetzt noch gar nicht machen. Okay. Kann man die nicht wieder zurücknehmen, wa? Was sind die jetzt hier? Ne, das scheint nicht zu gehen. Stufe 1. Das scheint nicht zu gehen. Okay, gut. Muss man mal beim nächsten Dungeon gucken, wie das dann ist. Okay, dann können wir hier raus, wa? Oder wollen wir erstmal eine Stadt irgendwo? Ach nee, geht ja nicht. Würde ich sagen, gehen wir erstmal. Nee? Doch, mit dem, doch nach Sabin Z. Ja, genau. Also mal verkaufen, dann muss ich auch mal kurz hier rauchen. Also, genau. Nicht lange. Erstmal gucken, was ich hier brauche. Die ganzen Diamanten erstmal ablegen, damit ein bisschen leerer hier alles wird. Ich in der Truhe erstmal. Nicht euer Ernst sein, Tomiris. Tomiris. Torheit ist verloren, völlig zerstört. Zurückzukehren wäre... Diesmal ist es anders. Es ist nicht für die Festung, für Akkarath. Das könnt ihr sicherlich verstehen.